Leute, wir sind zurück. Final Fantasy X-2. Mit mir am Start ist der Schwamm. Ahoi, ihr Leichtmatrosen. Und ja, wir sind hier mitten auf der Celsius und hier sind wir gerade mächtig am Party machen. Richtig. Oder Partei, wie manche sagen. Partei! Weil wir im letzten Part ja so einen dicken Golem besiegt haben und wir mussten leider, ihr habt es am Anfang des letzten Parts gesehen, wir mussten die Affenquest nochmal spielen. Weil ihr viele Öffchen. Genau, weil ihr müsst halt diese Frau ansprechen mit dem blauen Kleid, wie wir das im letzten Part am Anfang nochmal gezeigt haben. Sonst aktiviert sich die Quest nämlich nicht. Und ja, dann durfte ich bis hier nochmal nachspielen. Wir sind um und bei auf demselben Leveln. Ja, jetzt sind wir hier und als erstes müssen wir tatsächlich zu den Quartieren gehen. Wir müssen mit irgendeinem dicken Donga sprechen oder sowas. Keine Ahnung. Oh. Donga, dem Dicken. Die Analyse ist beendet, schauen wir mal rein. Ich will aber hoch in die Quartiere. Das hat guter Zeit, Buddy. Der kommt immer wieder, Alter. You shall not pass. Eiserne Regel des Möwenpacks, die Beute gemeinsam anschauen. Oh. Ja, das ist ja gut. Noch machen. Ist ja gut. Typische RPG-Tropes, Alter. Dass du jetzt nicht lang kannst, ja. Weil man sich immer erst was angucken muss. Ja, aber Brudi und Rico dürfen weiterfangen spielen, wie in alten Zeiten. Ja, Ruhm und Ehre gebührt dem Anführer des Möwenkacks. Möwenpacks. Dabei machen wir die ganze Arbeit. Ja, eben. Jagen wir weiter, bis wir reich und berühmt sind. Nicht als hohes Medium Juna, sondern als Möwenjunchen. Bitte stirb einfach. Frei wie ein Vogel. Jo. Ich habe mich gehen lassen, was für eine Schande. Ach, wirklich? Okay. Ja, muss auch mal sein. Kannst du nicht immer total ernst sein. Ja, richtig, so sieht's aus, ne? So, dann reden wir mal mit dem Typen hier. Ja, das bin ja wieder ich. Oder niemand. Kann ja nie wissen, irgendwann kommt's. Irgendwann, ja. So sieht's aus. Wenn er wieder Tutorial hat. Willst du ihn dir anschauen? Ja, wir haben ja eh keine Wahl. Er lässt uns ja nicht hoch. Was auch immer das war, ne? Er ist es. Naja, aber seine Kleidung wirkte irgendwie nicht mehr so asymmetrisch wie vorher. Bisschen seltsam. Ja, das, vielleicht hat er sich gedacht, wir müssen uns nur einkleiden. Und vor allem, wer soll das eigentlich aufgenommen haben? Eine Überwachungskamera? Gute Frage. Wir haben das Albed-Lexikon 9 erreicht. Nice. Gekriegt. Können wir jetzt bitte in... Ja. Oh, Mann. Du gehst mir auf den Sack, du Arschgesicht, Alter. Aber Judy kriegt ja eigentlich nie wirklich Zeit zum Büffeln. Immer muss er auf Sprung sein. Ja, so sieht's aus. Was? Was sagt Pein? Sagen wir uns auch. Die mögen Teamwork. Ach, wirklich? Ach, das nennt ihr hier Teamwork? Ja, gute Frage. Da sagst du was, Spongy. Teamführer und seine einzige Rolle ist zu simpen, was das Zeug hält. Jetzt sollen wir den zurückgeben? Wir könnten ihn doch einfach runterschmeißen. Irgendjemand fängt den schon. Ja, eben. Er hat hier aber gedacht, das entdecken irgendwelche dunklen Geheimnisse. Naja, theoretisch vielleicht schon, diese fette Machina dort, aber ja. Da müssen wir halt gucken, ne? Er hat recht. Wir schleichen uns bei Nacht ein und verstecken unter der Fußmatte. Tja, wir können dir nicht zurückgeben. Pein hat recht. Der Ruf des Leaders wäre halt hinüber, ne? Ich meine, falls er hier einen Ruf gehabt hat.
Ich bin jetzt mal ehrlich, ne? Ich mag Yunas neues Charaktermodell in Final Fantasy X 2 viel lieber als im ersten Final Fantasy X. Was? Warum muss Yuna denn jetzt tanzen? Er nutzt seinen Posten mal wieder aus. Dieser Kleine. Ja, wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen, wie dieser Dongo-Typ. Ja, genau, wir müssen mit diesen Dongo-Lappen reden, Alter. Können wir jetzt bitte hoch... Ey, Kapitän Hyperaktiv hat noch eine Bitte. Ah, da ist ja die lustige Gruppe. Ja. So, dann rennen wir mal. Aber ich mag das Charaktermodell von Yuna hier tatsächlich viel lieber. Kann man ja nichts aussetzen drin. Ja, das ist wohl wahr. Auch weil der Haarschnitt von Yuna ganz anders ist. Ich glaube, der dicke Dongo ist das hier, ne? Auch voll das Blueface. Ach, in der... Moment mal. Ja. Aber wisst ihr, diese Typen, die könnten doch aus FF9 stammen, so wie die aussehen. Ja, hast du wohl recht. So, wir müssen mit dem dicken... Nee, das ist der Raya. Bis später. Herr Brüderchen, ne? Das ist Pukara. Und das ist Brumm. Den kennen wir tatsächlich. Gut, dann Moment. Wir müssen mit dem dicken Dongo reden. Wo ist denn der? Und wer hat Oaka? Ah, nee, achso, Oaka hat man ja selber mitgenommen. Schon ganz vergessen. Müssen wir mit sonst noch jemanden reden? Lass mich mal sehen. Genau, das hier noch, das hier noch nicht. Aber wer ist der dicke Dongo, Alter? Daraya. Der mit dem beleibten Daraya sollte mal im Plausch halten. Hat man das? Oder ist Donga der englische Name und das ist der hier? Daraya, mit dem sollte man sprechen. Ah, Daraya, dann ist Donga der englische Name anscheinend. Ja. Bitte spielt. Wenn es um Musik geht, dann bin ich der Richtige. Schieben kannst du uns bis zum Ausgang. Ach ja, ich erinnere mich daran. Oh, Moment, nein. Wir müssen sie in der Reihenfolge, glaube ich, in der sie auch stehen, genau, zuerst. Ich erinnere mich daran. Ich frage, soll man das jetzt als Kistenschieberrätsel werten? So, dann müssen wir ihn hier schieben. Irgendwie schon, ne? Finde ich ein bisschen geil. Das faule Säcke. So, die wollen geschoben werden. Genau, und jetzt sehen die. Die haben wohl vergessen, wer hier der Chef ist und wer der Gast. Hä? Schieb ihn doch rein, Yuna! Wieso? Für mich wirkt das so, als wäre der Fahrstuhl überlastet. Nein, nein, die müssen da so reingeschoben werden. Na komm. Ja, ich weiß, aber irgendwie ist einer zu viel. Hä? Oh nein. Oder müssen die anderen vielleicht ein bisschen weiter, ein Stückchen? Ich kann die nicht weiterschieben. Oh, das sagt bloß, das ist wieder so ein PC-Bug. Das wäre. Ich glaube nicht. So schwer kann das doch nicht gewesen sein. Du könntest recht haben, dass ich die falsch geschoben habe. Scheiße. Warte mal, ich guck mal noch mal rein. Der Dicke hätte vielleicht zuerst reingeschoben werden müssen, Lel. Ja, warte mal. Lass mich mal sehen. Ich hab's! Ja! Oh. Hast du das geschafft? Ich hab den langsam in die Mitte geschoben. Okay, ja. Daraya, ja, bereit sind wir jetzt. Aber bei der Schiebephysik. Tanzen sollt ihr in dieser Nacht. Die Party kann steigen. Ja, nice. Ah, zu schnell. Oh, ja. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. It's Party! Ich glaube auch Party Time. Guter Start für Kapitel 2. Definitiv. Ja, mit Trompeten hat voll das Katzenface. Ja, gönnt euch diese engelsgleiche Stimme. Ist denen da oben eigentlich nicht kalt? Ja, so ein bisschen, naja. Na, bist du zu viel gefeiert? Ich glaube auch, Jonas betrunken. Ente, dareyo?
Sie hat's mitbekommen. Ja. Ist sie eifersüchtig? Das würde auch das grüne Auge erklären. Geht der Titus jetzt etwa dort fremd, wo er jetzt ist? Ja. Oh, scheiße. Peinlich, Yuna. Peinlich. Oh, guck dir Riku an! Yo! In ihrem Dance-Outfit? Jupp. Na, jetzt musst du sagen, du hast ein bisschen zu viel getrunken. Ich bin besoffen. Ja, das war die falsche Antwort. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Ist ja nicht so schlimm, wir sind ja nur gestorben im Traum. Richtig, Leute, wir sind zurück. Das war merkwürdig. Ja. Jetzt sollen wir erstmal zurück, so wie ich das hier lese, in die Brücke. Und dann nochmal zurück in die Quartiere erst. Ah, da sind sie wieder. Unsere drei dicken Säcke. So, dann erstmal einmal auf die Brücke. Ich hoffe, die haben wir jetzt aufgeräumt. So. Oh ja, gut gemacht. Man macht doch gleich Yuna zur Anführerin. Ja, eben. So, wir sollen noch nicht entscheiden, wem wir den geben. Jetzt dürfen wir wieder zurück in die Quartiere laufen. Ist das nicht großartig? Ja. So, und jetzt müssen wir mit Klasko und Oaka reden. Aus Ogrut haben wir die ja reingeholt. Ja, eben. Ach du Scheiße, Oaka zu ihren Diensten, ja. Wir kaufen so viel wir können von ihm, weil wir müssen das eh irgendwie abbezahlen. Ja. Der muss uns aber auch gute Sachen anbieten für den Wert. Ja, eben. Ja, mehr ist erstmal nicht drin. So, mehr ist nicht drin. Oaka-Schulden sind abbezahlt. Sagt er sonst noch was? Sie wissen nicht zufällig, wo ein armer Kerl ein paar Gilchen dazu verdienen könnte. Nee. Man könnte doch ein paar Monster platt machen gehen, bringt auch Geld. Richtig. So, und jetzt noch mit Klasko reden. Warum bebt es in diesem Raum? Gut, mehr sagt er nicht. Das haben wir auch erledigt. Ja. Er hat diese Reisekrankheit.
So, jetzt müssen wir uns entscheiden, wem wir dem Spero geben sollen. Und ich weiß es hier schon laut Lösung. Wir geben den Spero der jungen Liga. Ja, die wollten ja eh sehen, was drauf ist. Richtig. So, so zur Auswahl hätten wir jetzt Guado Salam, Münze Bisset, Mienstraße, Funguspass, Illuminum, Makalania-Wald, Stille Ebner, Senakind. Aber als also, nächstes so, würde also so einiges haben wir jetzt zur Auswahl gleich, ne? Also, als nächstes würde Guado Salam kommen in der Story, wie das hier aussieht, also ja. Ich hab mich entschieden. Die kennt sich wohl aus. Ich meine, viel machen könnt ihr damit eh nicht. Da ist ein Typ drauf, der aussieht wie Tidus und ja. Genau, jetzt, wir gehen nicht, wir dürfen dem nicht der jungen Liga, den Neu-Yevon geben, sondern müssen dem der jungen Liga geben. Das machen wir. Also hier, Rückgabe des Bereuts. Die Liga existiert noch nicht lange und ist ein Haufen junger, übermütiger Leute. Wer weiß, wann sie es zu weit treiben. Da gehen wir hin. Hör auf zu labern, Rudi, Alter. Du bleibst eh im Schiff, also. Ja, eben. Nein, er hat nicht auf uns gehört. Nein, er hat einen Befehl ignoriert. Das ist Befehlsverweigerung. Tja, wir sind leider nicht der Boss, ne? Was sollen wir machen? Scheiß drauf. Ich dachte, wir hätten gekündigt. Ja, eben. Yuna ist halt das hohe Medium. Sie ist eine Bekanntheit in Spiro, außer dass die Kinder sie hier umbringen wollen. Zumindest die hier. Ich finde das geil, dass er hier gerade den Song des Möwenpacks nachsingt. Das ist großartig. Na, die haben es bestimmt patentieren lassen. Wahrscheinlich, ne? Copyright und so. Ja, Yuna ist das Gesicht der Gruppe. Nichts dran zu rütteln. Warum sollte sie sich vorstellen? Du kennst sie doch sowieso. Oder ignoriert das Spiel, dass wir hier schon mal waren? Hm? Ja, wahrscheinlich. Hier durften wir uns eine lange Geschichte anhören. Yep. Dafür wird uns jetzt Neu-Yevon hassen, Alter. Ich sehe es kommen. Lasst euch feiern, wirklich, Alter. Was? Wir hatten doch schon eine Party. Ja, eben, jetzt gibt's die zweite Party, oder was? Sag doch die Wahrheit, ja, haben wir. Danke, Yuna. Bist du viel blonder Typ und bist du viel noch Monstrum drin und ja. Yuna, shitate ni deru hitsuyou wa nai. Oh, Vegnagan. Sieht einer gut aus. Ja, nice. Jetzt frage ich mich aber eins. Wenn diese Maschine existiert, warum haben die nicht gegen Sinn eingesetzt? Naja, die haben ja nicht mal die schwarzen Bestien gegen Sinn eingesetzt. Das ist schon traurig genug, ne? Dann wäre der Richter gekommen, der hätte Sinn halt einfach wegrasiert. Aber jetzt stellt sich die Frage, ist es so, wenn Sinn besiegt wird, dass er immer von dem, der ihn besiegt, dann Besitzer greift als Form? Wahrscheinlich nicht, sonst wäre er ja in der Welt nicht tot. Na, ich meine, wir haben ihn ja von innen praktisch besiegt. Ah, stimmt. Nee, ich glaube aber nicht. Wenn du neu... Wie hieß der? Irgendwas mit Yevon besiegst, dann stirbt ja auch Sinn. Und
ja, natürlich von, aber im wir mussten ihn ja von innen besiegen. Und im Roman wird Sin natürlich wiederbelebt, weil... Baum. Ja, aber von wem... von wem ist das jetzt die Hülle praktisch? Jevon ist ja besiegt. Ja, stimmt. Und Jack ist ja besegnet, sozusagen. Was ist... Ja, also meine Vermutung ist, der neue Sin wird Seymour sein. Wahrscheinlich. Och, komm! Oh, eine rosa Liebeskugel. Ja. Ich kann mir... Ja, war so klar. Wie sind die eigentlich auf das Luftschiff gekommen? Ja, weil Brudi nicht aufgepasst hat, deswegen. Ja, aber die müssen doch hochteleportiert werden, hä? Drachenflieger, I guess. Wichtiges Item LeBlancs bereut erhalten. Ja, es mussten doch alle runterkommen, ne? Yuna, sprich nicht so ungehobelt. Scheiß mal auf Wegnergan. So soll's sein. Der Mädchenclub sollte auf Wegnergan scheißen, Alter. Na, Brudi, was ist jetzt wieder los? Oh, na ja, Brudi kann springen, Alter. Er hat immer noch zu viel genommen. Brudi ist, glaube ich, immer noch besoffen von der letzten Party. Ach so, deswegen geht's nach Guado Salam. Wahrscheinlich. Oh, nee, kommt jetzt nicht diese blöde Schleichmission später im Kapitel? Oh. Na gut, der Abschnitt im Buch ist jetzt relativ kurz, also... Ja, weiß noch nicht. Genau, wir müssen jetzt 3 Uniformen besorgen irgendwo. Ach so, wir machen dann noch was außerhalb von Guado Salam und dann gehen wir nochmal nach dorthin. Also vermutlich, ja. Spongy ist die LeBlanc-Bande muss für den Diebstahl büßen. Um in die Villa LeBlanc einzudringen, ehemals Villa Seymour, werden 3 Uniformen benötigt. Verprügelt die Bande und nehmt sie ihn ab. Verprügeln! Ziehe glaube 3 Frauenkampf... Ja, gut. Ja. Nice. Hier sind wieder Schatztruhen. Allheilmittel. Oh, hier gibt's diesmal auch wieder nice stuff. Man könnte meine Soft-Version von der Don Corneo-Verkleiderei. Statt ja. rein zu bashen, tun wir uns rein verkleiden. Ne? Das war tatsächlich das einzige coole an Final Fantasy VII Remake, die das Verkleiden. Das war echt übernice. Corneo wurde auch gut getroffen, muss man sagen. Ja, aber alles andere war halt einfach mega cringe. Gut, wir müssen noch... Naja, wenigstens keine explodierenden Blitzbälle. Jetzt müssen wir gleich als erstes nach Bisade, aber ich würde sagen, auch wenn das hier ein bisschen kürzer ist, weil die anderen beiden Parts gingen ein bisschen länger, wir werden den Part hier beenden. Das war sozusagen der Party-Part. Richtig, der Party-Part. Jetzt im nächsten Part wird es dann an dieser Stelle hier weitergehen. Ja, man könnte hier praktisch ein Party bis zum Abwinken. Richtig, wir werden irgendeinen Scheiß machen und ja. Ja, Das übliche Gedöns machen wir mal wieder. Richtig, das übliche Gedöns und ja, das war's von uns. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert unsere beiden Kanäle. Spongy ist unten verlinkt. Hast du noch was zu sagen, Spongy? Ja. Boah. Ja, Party machen ist nice, aber übertreibt's mal nicht. Spongy hat's gesagt. Ja, ja. Und nimmt nicht so viel, sonst endet ihr wie Brudi. Richtig, sonst endet ihr wie... Ja, niemand will wie Brudi enden. Gut, das war's von uns. Habt noch einen schönen Abend. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Part wieder dabei. Bis dann. Yo. Ciao.